Welcome back zu einer neuen Folge. Ich bin gerade in dem Inseln gestorben und deswegen habe ich jetzt die Unmod nochmal gemacht. Weil ich finde es wack, wenn ich so Unmod mache und dann renne ich erstmal 2 Minuten über die Map. Leute. Deswegen so. Aber war nicht schlimm, dass ich gestorben bin, weil unser Junkrat einfach gerade gute Sachen gemacht hat. Ich bin auch irgendwie gestorben, so weil ich. Genji ist so auf dem Dach gewesen und wurde halt so gefickt. Und ich wollte ihn heilen. Hab ich offensichtlich nicht geschafft, weil Genji ist gestorben. Aber ich bin halt mit Fate aufs Dach drauf. Und dann kam halt Echo an und dann kam ich halt nicht mehr von dem Dach runter. Das war halt etwas unglücklich. Oh, ich wollte mich rächen, aber vergessen, dass ja hier ein Loch im Boden ist. Aua, what the fuck? Oh, nice. Ja, Mauga hält den scheiß Payload auch einfach alleine oder so. Mauga halt auch einfach strong, ne? So als Tank. Oh mein Gott, wieso macht sie so viel Schaden plötzlich? Na, okay. Und 3 Kügelchen in meinen Kopf reingesetzt. Schade. Nein, Mauga. Maui. Ne, Mauga könnte halt wirklich direkt aus Moana kommen. Ne, wie heißt er? War ja auf Deutsch. Ja. Kurz irgendwo hier an dem Stromkasten hängen geblieben. Das ist ja doof. Okay, komm. Tötet das. RIP. Komm. Okay, wir haben viel zu viele Ults jetzt benutzt, aber egal. Dafür halten wir den Punkt. Okay, wir haben alle Ults benutzt, außer Genji und Junk hat scheinbar vorhin schon mal irgendwann geultet. Aber wir haben den Punkt. Das ist gut. Hier Damage-Kugel oder so. Auch schon wieder. Ich spiele momentan wirklich so wenig, ne? Ich habe die letzten, ich habe glaube ich vor 2 Tagen mit meinen Freunden, glaube ich, 3-4 Runden Finals gespielt oder so. Und die Videos müssten jetzt auch in den nächsten Tagen hochgeladen werden. Also ich bin gerade bei The Ram vorproduzieren, weil ich war für 4 Tage in Urlaub. Und ja, kann da halt nicht spielen, lol. Das heißt also, wir sind jetzt gerade am bis zum 29, das heißt 30. Also heute und morgen kommt noch Finals und dann kommen 31, 1 und 2 und 3 wahrscheinlich auch noch Videos. Also dieses Video hier und einige weitere. Aua. Die Echo tut schon weh. Ich vermute auch, das können wir nicht halten, wenn der Genji jetzt nicht noch plötzlich mit Ult so Teamkill macht oder so. Meine Stats sind unglaublich beschissen. Wie gut, dass wir so einen guten Tank haben und so gute DPS haben. Die irgendwie ausgleichen können, was ich hier nicht mache. Wirklich. Ich fühle mich echt ein bisschen scheiße, dass ich gerade so gelaufen bin. Aua. Oh, Genji hat Blade gemacht. Wundervoll. Ja, da kann ich schon mal nicht hoch, doof, egal. Oh mein Gott, mein Junk ist low. Ich habe keine Heilung mehr, wow. Es gab mal einen Zeitpunkt, da war ich gut in diesem Spiel. Ich glaube, hier ist weg. Ja, vielleicht sollte ich auch mittlerweile wirklich nicht mehr im Masterton sein. Es ist halt vielleicht auch wirklich einfach ein bisschen unverdient, wenn ich hier oben rumkomme. Weil ich wirklich teilweise echt reingeschissen habe in der letzten Zeit. Ja, zum Beispiel sowas. Ich so mit meiner Ult vorne irgendwo am Stuff machen. In der Zeit
Jetzt mein Team halt einfach sein komplettes Leben wieder wegleihen. Bei to be honest, die Führer können wir eigentlich schon mehr töten. Als DPS? Ne, okay, Maurer hat gerade einfach vierfach Kill gemacht. Der ballert richtig rein, der Junge. Ich glaube, Soldier wird den Ball hinten. Soll er mal machen. Ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht kriege ich die Kyriko. Ne, ich kriege die Kyriko nicht. Schade. Der Ball hat auch noch geultet. Ungesund. Naja, schade. Das ist halt der Punkt, in dem meine DPS auf jeden Fall was machen müssten. Nein, ja, konteste ich nicht, auf gar keinen Fall. Das wäre absolut dumm. Nur gegen die beiden klug ist er. Jetzt vielleicht kann ich gleich auch mal auf Bob wechseln nach meinem nächsten Ult oder so. Vielleicht sinnvoll. Oh ne, mein Junk ist jetzt auf den Bastion gewechselt, das ist geil. Ah, Hilfe, alle low. Habe ich den Bastion da raus? Ja, die sind halt geändert jetzt, das ist auch sehr unlucky. Lebt der Best schon noch? Oh ja, tut er. Ich hoffe, die Kiri über. Oh, never mind. Unser anderer Support ist Bob gegangen. Das ist sehr geil. Ich appreciate es sehr. Ja, ich muss halt unbedingt mal sacken. Ich habe die ganze Zeit keine Heilung. Komm bitte, sack an irgendwelchen Leuten und gib mir Heilung. Ed cool. Die Ult weiß ich jetzt nicht, die hat sich glaube ich gar nicht mehr so sehr gelohnt. Aber vielleicht kriege ich die Ferra down. Ja, ich habe die Ferra, schön. Und Mastion kriegen wir kurz eine Halbkugel rüber geschmissen. Okay, an sich gute Defense. Okay, ich bin noch ein bisschen besser geworden. So, wir greifen an. Wir müssen ja nicht bis zum Ende kommen. Ich kann nicht einschätzen, ob das was wird oder nicht. Oh, RIP Kenji, schade. RIP mein Baptiste, schade. Oh mein Gott, RIP auch mich. Wieso treffen die Gegner dann? Was soll das denn? Oh Digga, der Hanzo trifft ja alles. Er hat drei Elends gemacht. Digga. Lol. Das wird jetzt schwierig. Ich helfe mal da oben ein bisschen mit einer Damage-Kugel. Oh mein Gott, tue ich nicht. Aua. Aua. Ja, den krieg ich da nicht raus. Auf gar keinen Fall. Geht oder so? Lol. Okay, mir ging es schlechter als ich dachte. Ich war gerade kurz so lol, wieso hat Doom so viel Damage gemacht, aber ich war nicht so voll, wie ich halt gedacht habe, dass ich voll bin. Nein, warum ist er da? Hab ich nicht mitbekommen. Oh wow, ich bin ihm direkt vor die Nase gefadet.
Ja, ich mach noch die Ult hier durch und dann switche ich auch auf irgendwas anderes. Wir sollen nicht was, vielleicht Ana oder so. Der Hanzo da oben ballert jetzt halt echt rein, ne? Da jetzt gegen anzukommen ist schwierig. Hier, keine Ahnung, was ein Damage auch macht, was damit. Komm, 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 die Ana. Kriegen wir den Doom auch noch? Ja, ich halte den Genji mal so. Ich glaube, Winter Genji und heile ihn. Aber ich mag das gar nicht, dass wir zeitlich sehr ähnlich aufgestellt sind zu den Gegnern gerade. Ich habe gehofft, dass es ein wenig einfacher wird. Ja, cool. Okay, die Gegner haben aber auch einen sehr schlechten Support. Was der macht, keine Ahnung. Aber es ist doch, glaube ich, unsere einzige Rettung. Ich glaube, wenn der was tun würde, dann würden wir richtig aufs Maul bekommen. Und bei mir ist ja der andere Support richtig gut. Und ich bin so, naja, anwesend. Ja, da gehe ich wieder raus einfach. Oh mein Gott, oh, der Arme. Oh, Junge. Ich bin einfach so ein Mickey Mouse. Oh, Junge. Ich kann meinem Priester davon halt auch gerade gar nicht helfen. Ne? Kommt hier runter oder so? Nicht? Okay. Oh, ich habe Ult wieder, das ist nice. Ja, der Hanzo da oben, der ist sehr gefährlich. Oh, Genji hat den Hanzo, das ist geil. Oh, die Kugel geht viel zu hoch. Die hätte ich auf Augenhöhe werfen müssen. Ja, die ist jetzt halt irgendwo ins Nirvana geflogen. Schade. Ja, geh einfach weg da oben. Ist mal ernsthaft. Oh, er ultet. Wundervoll. Komm hier. Maugerleber. Ja, und wir haben den Checkpoint. Großartig. Auf der anderen Seite, ich habe oft genug auf dieser Map bei solchen Situationen verloren, deswegen keine Ahnung. Sagt erstmal gar nichts aus. Oh mein Gott, das kann ich auch hier theoretisch. Das kann ich nicht auch hier. Was macht Mauger da hinten eigentlich? Der macht irgendwelche Tank-Sachen, aber ich weiß nicht, was er für Tank-Sachen macht. Oh, create den Ball. Das ist geil. Der muss ich auch einfach los, ne? Ne, Ash, verpiss dich auch einfach bitte. Hier liegt diese Kiriko noch. Wild. Ich hab Anna. Geilo. Und wir haben es reingeschoben. Wundervoll. Ist halt wirklich nur dieser eine schlechte Support von den Gegnern. Lol. Verwirrung. Warum bin ich Highlight? Was habe ich gemacht? Oh wow, wegen dem Doppelkill. Das war Highlight. Wenn ich irgendwie als Junk so ohne Ult Doppelkill gemacht hat und eine Echo aus der Luft gesniped hat. Cool. Yay, Level 28.